Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu diesem heutigen Video mit mir. Ich freue mich natürlich, dass ihr euch wieder alle fleißig reingeklickt habt zu diesem Glossybox Unboxing. Ich freue mich natürlich wieder sehr. Ihr wisst, ich mag die Glossybox. Ich bin gespannt drauf, was diesmal wieder Schönes drin schlummert. Das ist natürlich die Box vom Monat Mai. Wenn es euch interessiert, was drin ist, dann bleibt jetzt einfach dran und ich würde sagen, wir öffnen das gute Stück direkt. Und jetzt gucken wir mal. Hier ist natürlich wieder dieses Glossybox Magazin Kärtchen drin, was ihr scannen könnt. Mal schauen, ob wir es brauchen. Nehmen wir einfach das der Reihe nach hier raus, wie es hier drin ist. Wow, da ist aber viel drin. Hat das einen Grund? Jetzt gucken wir erstmal das erste Produkt an. Und zwar ist das ein Vitamin C Power Konzentrat von der Marke Schäbens. Die gibt es auch im DM. Ich habe von denen schon gehört. Also ich habe davon schon mal gehört, die sollen sehr gut sein, glaube ich. Also ich habe ein Vitamin C Serum, was ich auch sehr mag, von der Marke Transparent Lab. Was ich liebe, aber ich probiere die zum Vergleichen einfach auch gerne aus. Dann das nächste Produkt ist Mood Balm. pH Changing Hydrating Lip Balm von der Marke KNDR. Verpackung gefällt mir schon mal wirklich sehr, sehr gut. Allerdings muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich von solchen pH Lip Balms meist gar kein Freund bin. Auf meiner Lippe sieht das einfach alles immer ultra pink aus. Was schon sicherlich ironisch klingt, wenn man mich heute anguckt. Aber ja. Ja, so schaut der aus von innen. Ich wollte ihn euch jetzt einfach nur mal zeigen und in die Kamera halten. Ja, er riecht schon wahnsinnig gut. Also ausprobieren werde ich ihn. Ich werde ihm eine Chance geben, denn ich bin ein riesen Lipbalm-Freak und Fan. Aber mal gucken, ob der mich jetzt wirklich vom Hocker reißt, das wage ich zu bezweifeln. Aber sofern er noch als normaler Lipbalm dienen kann, ist das für mich auch in Ordnung. Dann greife ich hier zu einem Produkt, wo ich jetzt schon sagen kann, dass ich mich leider nicht so sehr darüber freue. Das ist ein Pony Puffin. In Originalgröße, oder? Ist das diesmal kein Pony Puffin? Doch, das ist ein Pony Puffin, weil ich ja letztes Mal, ich muss so lachen, Leute. Ich habe ja letztes Mal schon gedacht, das wäre so ein Vaginalcup oder so. Aber es ist ein Pony Puffin und den werde ich gar nicht erst auspacken und euch in eine Verlosung reinpacken. Ach, es soll ja Volumen einem Pferdeschwanz geben, aber Leute, bei mir sind die Haare so fein von der Struktur her, dass man den immer durchsieht. Und ich bin Friseurmeisterin, ich weiß, wie man sowas befestigt. Aber es klappt einfach nicht. Also es ist, ich habe halt ein sehr glattes und eher plattes Haar und das neigt einfach auch dazu, das Ganze, ne, dass sich es teilt und dann das Ganze irgendwann doch mal hervorblitzt. Deswegen leider nicht mein Fall. Oh, wir haben ja ein Pixi-Produkt, Leute. Das muss ich jetzt erstmal ganz kurz auspacken. Was ist denn das? Ist das ein Highlighter? Wir haben hier einen Beauty Blush in der Farbe Peach Honey. Und ich wollte schon immer ein Pixi-Produkt ausprobieren. Ich konnte es noch nie, ich hatte noch nie eins. Es riecht sehr, sehr angenehm und schaut mal, so ist die Farbe. Ich meine, ich weiß schon, für mich ist es wichtig, dass ein Produkt auch gut riecht, falls jetzt der ein oder andere schmunzeln muss. Sieht für mich eher aus wie ein Blush und Highlighter Duo und wisst ihr was, wir probieren das jetzt gleich mal zusammen aus und gucken mal, wie sich das auf der Haut verhält. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde sagen, es ist definitiv, sind es eher Highlighter für mich. Es ist für mich kein Blush. Ich liebe goldene und peachige Highlighter oder vielleicht ein Blush-Topper, aber so ein richtiger Blush ist es eher nicht. Aber ich finde es ja gerade mega, dass das eher ein Highlighter ist. Ne? Ja, ich liebe Highlighter, ihr wisst es. Die sind von der Formulierung her, sind die auch wirklich mega soft. Also wenn ihr das verblendet, dann finde ich schon, dass die beiden wirklich sehr sanft aussehen, was ich total mag. Kein grober Glitzer, wenn ich hier die Hand in die Sonne hier unten halte, ist das wirklich eine sehr, sehr subtile Sache. Wirklich ein sehr, sehr cooles Produkt. Das probiere ich sehr gerne aus. Dann haben wir hier als nächstes ein Produkt von Daily Concepts. Daily Round Silicone Scrubber. Das ist ein Silikon-Fingerschrubber, mit dem man sich Make-up vom Gesicht schrubben kann. Finde ich ja mega interessant. Also auch die Haut peelen kann. Ne? Also es geht hier, glaube ich, nicht nur um den Abschminkeffekt. Also hier könnt ihr die Finger rein oder halt auch einen und dann könnt ihr euer Abschminkzeug einfach damit einmassieren und habt gleichzeitig so ein bisschen Peeling-Effekt. Ist sehr weich, also diese Noppen hier könnt ihr definitiv bewegen. Hört ihr das? Witziges Geräusch. Genau, also das finde ich wirklich eine sehr, sehr coole Sache, denn ich liebe es ja, die Haut gründlich und ordentlich abzuschminken. Halte das auch für sehr wichtig, deswegen werde ich den gar nicht erst hier zurückpacken, sondern hier gleich zur Seite legen. Finde ich sehr cool, sowas habe ich auch noch nicht. Und Leute, ich könnte mir vorstellen, dass der Massageeffekt auch echt angenehm ist. Wir werden sehen. Und als allerletztes haben wir ein Produkt von Hawaiian Tropic. Ich glaube, diese Marke gibt es auch im DM. Protective Dry Oil. Mit einem Lichtschutzfaktor 50 in der Farbe Medium.
Aha, da muss ich jetzt allerdings doch mal ganz kurz ins Glossy Magazin reinschauen. Oh, ich sehe hier gerade noch, hier sind noch Sticker drin. Wie süß. Self-love, you are enough. Glossy Books, do what makes you happy. Oh, ich liebe ja solche Sticker. Also kann man super schön auf Geburtstagskarten oder sowas draufkleben. Sehr schön. Das war's mit dem heutigen Video. Ich habe euch den Inhalt der Glossy Box gezeigt. Es war mir wieder eine Freude. Schön, dass ihr wieder alle bis hierhin dran geblieben seid. Mehr gibt's aber nicht zu sehen. Das nächste Mal sehen wir uns dann wieder im Monat Juni. Das ist echt der Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Aber ja. Und ich sage wie immer, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao!